Fabian Habel für gnpr1.de. Zu meiner Linken Hasan Shaban, der gerade seinen Kampf ja nach Punkten gewinnen konnte. Hasan, führ uns doch mal durch den Kampf und wie hast du ihn erlebt? Also, es war ganz schwer. Ich wollte ihn die ganze Zeit sweepen. Es war richtig schwer. Ich wusste nicht, was ich machen soll. War hart. Harte Runde. Also, ich konnte nicht. Ich hatte nicht so eine gute Ausdauer jetzt. Aber ich bin glücklich, ich habe jetzt gewonnen. Und ja, dank meinen Coaches. An Ecke, die ganze Zeit am Schreien waren. Super Coach, ich liebe die über alles. Und ja, weil ich habe gekämpft und ja, alles, was ich tun konnte, war da drin. Und ja, was davor ist, einfach Geschichte. Wie hast du deinen Gegner erlebt? Hast du vielleicht dich vorher auf ihn einstimmen können? Wusstest du irgendwas über ihn? Ich wusste, dass er Bodenkämpfer ist. Übertrieben guter. Nicht schlecht Islam, aber ja, habe mein Bestes gegeben, habe gekämpft. Am Ende könnten beide nicht mehr, weil die auch, ich war ein bisschen fitter als der, so sieht man das so. Und ja, ich wusste, dass er auf jeden Fall Bodenkämpfer ist und dass er viel mit Kicks kommen würde, aber ich hab's geholt. Ja, der ist mein Partner, mein Trainer. Habt ihr dann den Gameplan auch entsprechend angepasst, um euch auf das Grappling und auch auf seine wilden, gedrehten Kicks einzustellen? Wir haben uns gut vorbereitet, weil er ein guter Bodenkämpfer ist und ich dachte, er wird nur auf Boden gehen und Kicks. Und ja, alles gut. Nach dem Ende der Zeit war es dann am Ende ein Punktentscheid für dich. Warst du dir vor der Verkündung sicher? Ich war mir natürlich sicher, dass ich gewonnen habe. Und ja. Dann geben wir noch eine Frage an dein Team weiter. Ja, wie zufrieden seid ihr heute mit eurem Athleten? Wir sind sehr zufrieden, aber im Endeffekt, wir sind zufrieden wegen dem Sieg. Nicht wegen seiner Leistung, sage ich euch ganz ehrlich. Der hat viel, viel mehr drauf, als er heute gezeigt hat. Man kann nur sagen, wir machen es beim nächsten Mal besser. Der hat was anderes gelernt. Wir haben eben in der Ecke 100 Mal geübt, was wir machen, wenn einer Takedown macht, wenn er den Sweep, dass er direkt zum Hals geht, den kontrolliert. Hat er alles nicht gemacht, aber war halt, man weiß ja, wie es ist. Jeder, der gekämpft hat, weiß, dass man nicht direkt alles umsetzen kann, dass man manchmal Blockaden hat. Aber wir sind trotzdem stolz auf unseren Bruder. Der hat das gemacht. Respekt an den Gegner, starker Allrounder, gefährlich, sehr gefährlicher Gegner. Aber haben wir noch gemacht, zum Glück, ja. Ja, hier ist noch mein Zeittrainer, der was zu sagen hat. Auf jeden Fall 17 Jahre alt, kämpft routiniert. Schafft es auch, aus prekären Situationen rauszukommen. Hat das jetzt noch gedreht. Beim nächsten Mal macht er es besser. Aber Hauptsache der Sieg. Und das ist das Wichtigste. Man lernt dazu. Das hat er gemacht. Und ja, weiter geht's. Er spricht schon die Zukunft an. Wo sehen wir dich als nächstes? Hast du irgendwelche Ziele, die du aktuell verfolgst? Ich habe große Ziele. Ich will bald mit meinen ganzen Brüdern, Team CC, das ist mein Team, bald ganz oben sein, so Gott will. Und ja, ich bedanke mich noch an meinen Trainer Max aus Neuss, sehr guter Ringtrainer, super Ringtrainer sogar. Ja, und mein Trainer Ilias natürlich, Jibril, mein großer Bruder, also. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll noch. Wünschen wir dir auf jeden Fall viel Glück für die Zukunft, für deine großen Ziele. Und ja, freuen uns, dich bald wieder im Käfig zu sehen. Dankeschön. Tschüss. Round and round.